Herzlich willkommen zum ersten Wochengruß in diesem Jahr. Ja, hallo. Das ist der Wochengruß Nummer 23 und dann kommt irgendeine einstellige Zahl. 2, glaube ich. Kann sein, weil es ist ja das 23.02. 23.02. Ja. Wahrscheinlich ist es das. Herzlich willkommen. Wir hatten jetzt, die Stimme ist doch ein bisschen, ich bin eigentlich erkältet, ich sag's dazu. Deswegen habe ich Daniel hier, ich sehe gut aus und er spricht. Genau. Normalerweise ist es andersrum, aber da wir jetzt durch die Blume reden. Genau. Ja, schön, die haben wir gemeinsam gekauft. Ja, zwei Erkenntnistypen gehen in den Beziehungsbereich. Zeig die mal von allen Seiten, weil die Rose leuchtet nach vorne. Genau. Das ist keine Rose, das ist eine Mohnblume. Mohnblume, ja. Mohn macht dumm. Ja, aber erst nach 3 Tagen. Also dann ist gut. Ich habe heute einen ganz eigenartigen Tag hinter mich gebracht, darum höre ich jetzt, glaube ich, auf zu reden. Ich habe zum ersten Mal, vielleicht sogar in meinem ganzen Leben, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren, den kompletten Trainingstag nur geredet. Also das war gut. Wir haben keine einzige Übung gemacht. Aber es ging halt heute auch um das Thema Spiral Dynamics und das ist ja auch so ein Thema. Also ich finde es gerade für Einsteiger, die sich jetzt noch nicht so tief mit dem Thema beschäftigt haben, unglaublich schwer, da eine Übung zuzumachen. Also ja, man kann ein bisschen was basteln und die beiden Seiten irgendwo erkunden. Man kann vielleicht auch ein bisschen coachen und gucken, wie geht man jetzt mit der individuellen kollektivistischen Strategie daran. Aber ich fand es eigentlich immer ein bisschen konstruiert und daher eben heute besonders schön, dass wir eben einen sehr, sehr fragenreichen Teil auch gemacht haben. Also ich habe das als sehr interaktiv empfunden. Es ist im Grunde ja auch komisch. Ich meine, ich als Teilnehmer oder Konsument, ich habe kein Problem, einen spannenden Text über viele Stunden zuzuhören. Ich höre zum Teil zu Hause den gesamten Tag ein Hörbuch. 6, 8, 10 Stunden kann ich zuhören. Aber ich hatte bisher so ein bisschen den Glaubenssatz, meine Teilnehmer wollen Übungen. Und darum, ich habe mich dann mehrmals vergewissert, soll ich weiterreden? Und die guckten immer ganz strahlend. Dann habe ich halt weitergeredet. Am Ende habe ich von 10 bis 17 Uhr mit Mittagspause und 2 kleinen Pausen. Und es war ja bestimmt bei einem Viertel oder Drittel der Teilnehmer dann auch das Neu und Gut, dass es eben heute mal nur Redetag, wo man sich eben gerade zum Ende von so einem ja doch manchmal ein bisschen anstrengenden Block einfach mal entspannen und ein bisschen zurücklehnen und mal nett zuhören kann. Also wobei es natürlich wirklich auch so ist, da muss ich dir recht geben, dass Spiral Dynamics ist halt einfach auch ein Thema. Es ist halt einfach ein Theoriemonument, man kann es nicht anders sagen. Und im Grunde braucht man die Theorie erst, bis man darin Übungen machen kann. Ja. Und ich habe halt auch gemerkt, jetzt heute mal an dem Tag, und ich sage das jetzt in die Welt hinein, also es gibt in meinem Leben mindestens 2 Bereiche, wo ich sage, mir hat Spiral Dynamics echt wirklich so unfassbar viel gebracht. Das ist zum einen halt mit Amena, also meiner Tochter, und dem Schulsystem, also Erziehung und Schulsystem, und dann halt die 2 Jahre Corona. Ich wäre doch einer Welt verrückt geworden, wenn ich Spiral Dynamics nicht wüsste. Dieses Individuelle und Kollektive, das aufeinander bricht. Aber es waren keine Übungen. Gut, ich habe mir daraus Übungen abgeleitet. Ich habe darüber ja auch Webinare gegeben. Ich habe die Zeitrahmen entdeckt. In welchem Zeitrahmen ist das Problem? Und dass ich halt ein grünes Problem nicht orange lösen kann und ein oranges Problem nicht grün lösen kann. Aber Übungen waren es echt nicht. Ja. Sonst war der Trainerblock schön. Ansonsten, ja, also ich kann ja vielleicht auch nochmal über einen Teil erzählen, bei dem du ja nicht mit dabei warst. Da wollte ich dich gerade einladen, weil Dagmar hatte 2 Tage, das wird hier und sie hat ja jetzt quasi zum ersten Mal das Trainertraining begleitet. Im Vergleich war das ja vorher mal Evi, die hier das gemacht hat. Und ich finde, Dagmar hat hier auch eine sehr, sehr gute Ergänzung gebracht zu Themen, die bei dir eher sonst so am Rande behandelt werden. Also es ging ums Thema Positionierung, also wie kann ich quasi überhaupt, ich sag mal, mein Trainer-Selbstbild definieren, was ich dann auch nach außen im Punkto Marketing und so weiter und so fort kommunizieren kann. Und hat halt auch da ein paar ganz spannende, so spirituell-energetische Sachen mit eingebracht, die ja doch Dagmars Stil sind und die halt auch sehr, sehr gut angekommen sind. Das Feedback war auch entsprechend gut. Genau, also ich denke, das ist eine sehr gute Entscheidung, wenn hier Dagmar öfter mal irgendwie. Tut sie auch. In der Coach-Ausbildung übernimmt sie den gesamten 2. Block. Ja. Da kriegt sie 1/4 und da bin ich sehr froh. Das gibt mir dann 5 Wochen Zeit, wo ich wieder mal ein Buch schreiben werde. Ja. Irgendwann schreibe ich wirklich eins. Das wird zum Running Gag. Ralf schreibt sein Buch. Jetzt diese Woche, was gibt es denn zu erzählen? Es gibt am Dienstag einen Podcast. Ich habe noch keine Ahnung, mit wem wollen wir einen machen? Müssen wir morgen machen. Ja, kann man. Ey, cool. Ja.
Also vielleicht gibt es Dienstag einen Podcast, zwei Erkenntnistypen reden über die Welt. Mhm. Ich habe mich mit einer Teilnehmerin abgesprochen, wir werden einen Podcast machen, Spiral Dynamics in der Schule. Mhm. Sie hat zugestimmt. Mhm. Dann habe ich von einem anderen aus der Familie, von einem Lehrer auch eine Liste von Fragen bekommen. Das heißt, es kommen zwei oder drei Podcasts demnächst von mir über Lernen und Schule. Mhm. Dagmar hat auch gesagt, sie freut sich nächste Woche noch einen Podcast mit mir zu machen. Also da läuft einiges weiter. Dann kamen natürlich Fragen, was ist denn mit Studio Jablonski, wo bleiben denn die Webinare? Und da ist es so, wir haben da was geändert, das müssen wir jetzt auch mal, wir hatten es angesagt im letzten Wochengruß, aber es kam scheinbar nicht so richtig durch. Mhm. Nachdem wir ja diese Webinarreihe wirklich nur wir vier machen, also wir zwei und Caroline und Dagmar, haben wir irgendwann gemerkt, wirklich jede Woche ein Webinar machen, ist uns mit all den anderen Sachen, die wir machen, einfach zu viel. Ja. Und drum haben wir beschlossen, wir machen jetzt immer so eine Sessionen, wie auch immer, also einfach Folgen, wo wir dann mal 8 Wochen lang richtig knackig Output geben und dann wieder ein bisschen Pause. Und das geht los am 26. Januar mit, ich glaube, Dagmar, oder? Dagmar, und ich glaube, sie macht über Timeline. Also wir haben uns ja jeder überlegt, wir haben ja quasi aus dem Practitioner 10 Wochen. Genau. Und das ist natürlich, dachten wir uns, gerade für die Leute, die halt uns und das Institut und die Arbeitsweise und die Themen noch nicht so gut kennen, ein wunderschöner Einblick, worum geht es denn überhaupt im Practitioner? Und dass wir da mal 8 Wochen lang mal so den Fokus auf die Practitioner-Themen legen und einfach mal jeder unsere eigenen Erfahrungen mit euch teilen. Ja, wie kann man sowas dann im Alltag anwenden? Ich habe es natürlich wieder falsch verstanden und mache jetzt ein Thema an meinem ersten Webinar über ein Thema, was nicht mehr im Practitioner ist, was ich aus Zeitgründen rausgeschmissen habe, Entscheidungsstrategien, was aber eigentlich wichtig ist. Mhm. Das heißt, die Webinarreihe startet wieder am 26. Januar, dann kommt 8 Wochen am Stück. Mhm. Und bis dahin machen wir ja so, das ist jetzt noch 2 bis dahin online, dass jeden Donnerstag ein Webinar von 2015, 2016 für eine Woche auf der Seite steht, wo du mich in jungen Jahren siehst, mit schicker Frisur und schicken Themen. Mhm. Ich sehe damals so süß nervös aus, das waren meine ersten Webinare, aber inhaltlich kann ich dazu stehen. Jetzt am Wochenende ist Erlebniswochenende. Oh ja. Dafür könnten wir jetzt hemmungslos Werbung machen, weil die Plätze sind alle weg. Wir haben Warteliste, die kriegen eh nicht alle unter, weil es ist ein bisschen schwierig mit dem Raum. Ich habe in Berlin halt 2 mögliche Räume und der eine ist gut bis ungefähr 70 Leute und der andere ist gut ab ungefähr 120 Leuten. Mhm. Und wenn wir dazwischen liegen bei 90 Leuten, ist es einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Darum haben wir zugemacht bei 70 Leuten und mit Warteliste kamen wir nicht auf die 120 und deswegen sind wir jetzt nochmal im kleinen Raum, aber ich hoffe, wir kriegen im Sommer dann den großen Raum voll. Und einfach, weil es Spaß macht, das zu erzählen, für die, die angemeldet sind, ich habe Erkenntnis modelliert. Ja. Wie jetzt? Gut war es, ne? Weil wir hatten, du warst ja dabei, wir hatten vorgestern einen Probelauf im Trainerteam. Und ich muss auch sagen, das waren echt spannende Ideen, die du daraus modelliert hast. Und also eigentlich triviales Wort, ja, ich verstehe halt, aber wie genau mache ich es eigentlich, das zu verstehen und diese innere Strategie, diesen inneren Prozess, der da bei dir abläuft und wie du dich da eben, also ich habe dich, wie ich dich richtig verstanden habe, war es ja teilweise ein Selbstmodeling und teilweise, wo du eben auch aus anderen Quellen interessantes Material zusammengetragen hast. Also ich würde mich ärgern, wenn ich nicht kommen täte. Ja. Aber die Leute, die sich jetzt ärgern, können trotzdem nicht kommen, weil das ist, und ich mache halt, das ist halt eines meiner großen Probleme, ich mache so eine Sache nie zweimal. Das ist dann durch, das gibt es kein zweites Mal mehr. Ja, das ist im Grunde, das ist ein Modeling von Herrn Frank Schinken, oder? Francis Bacon. Bacon, genau. Der Mann heißt wirklich Schinken, ich finde das so unglaublich. Das war ein englischer Philosoph, der 1500 noch irgendwas gelebt hat, 1600 spät oder so um den Dreh, und der hat ein Modell entwickelt, ich kann das kurz vorstellen, wo er meinte, was steht uns eigentlich im Weg beim Erkennen? Und er nannte das Idole, also Götzenbilder. Und er hat 4 Idole beschrieben, die uns im Weg zum Erkennen... Also, hallo, wir reden über 16. Jahrhundert jetzt. Ne? Und er meinte zum einen, das sind die Idola Tribus, die gehören also quasi zum Stamm des Menschengeschlechtes. Also da hat er 1600 noch was gesagt, dass wir halt zu wenig beachten, dass wir als Menschen einen menschlichen Blick auf die Welt haben. Dann kommen die Idola Specus, das kommt von Höhle und das ist das persönliche Prägung, Glaubenssätze, Geschichte, die einen wurschtelt. Dann kommen die Idola Fori, das sind die vom Marktplatz, da ist seine Idee, 1600.
dass wenn ich eine Erkenntnis versuche, in den Modeworten meiner Zeit auszudrücken, also so wie es jeder sagt, dann kommt halt auch raus, was jeder sagt. Das wir hatten nicht das in dem einen Beispiel, was wir dann ausprobiert hatten an dem Abend, so ein, ja, mein Tag ist zu kurz, so eine Plattitüde, die man einfach mal so nachplappert. Genau. Ja. Und dann, was ich auch ziemlich keck finde, die Idola Theatri, also die des Theaters, da sagt er, das sind irgendwelche Autoritäten, denen man einfach glaubt, obwohl sie im Grunde eigentlich am bloßen Theater vorspielen. Mhm. Hey, für 16. Jahrhundert ist das keck. Aber vielleicht ist es gerade dieser Zeitabstand, der so ein Stück weit dissoziiert, weil vielleicht ist es ja so, dass der Mensch und wie der so funktioniert eigentlich zu allen Zeiten irgendwie schon so funktioniert hat, wie wir ihn heute auch kennen. Ich habe ja auch gesagt, es gibt ja, dann habe ich in einem Buch gelesen, 200 Jahre vorher gab es in England einen Roger Bacon und die beiden sind weder verwandt noch verschwägert, vermutlich kannte, ich meine, der eine kannte den anderen sowieso nicht, und dieser Roger Bacon kam im Jahre 1300 noch irgendwas genau auf die gleiche Idee, nur nicht ganz so ausformuliert. Es ist echt abgefahren. Und ich habe halt aus diesen vier Idole habe ich vier Übungen entwickelt, mit denen wir dann den Weg zum Erkennen geben werden. Wird bestimmt ganz spannend. Dann bleibt noch als letzter Punkt Newsletter. Der geht im Augenblick über Mobile Stabile und ich bin froh, dass ich es einmal auch aussprechen kann, weil ich glaube, viele lesen Stabile. Aber genauso wie halt Mobile existiert, etwas, was sich bewegt, gibt es halt auch ein Stabile. Das ist was stabil ist. Und dieses Mobile Stabile Konzept habe ich immer von der Physiotherapeutin gelernt, fand ich sehr spannend. Das habe ich übertragen auf die psychische Welt, dass halt, wenn du etwas verändern willst, muss es etwas anderes geben, was stabil ist. Mhm. Und es ist einfach nicht möglich, alles gleichzeitig zu verändern und zu bewegen. Damit haben wir Podcast, Webinare, Newsletter, Wochengruß, Seminare. Das müsste eigentlich reichen für heute. Wollen wir einfach beschließen, dass es reicht? Genau, es reicht einfach. Jetzt reicht's. Ja. Und wir haben vorher schon beschlossen, dass ich die Kamera angemacht hatte und Daniel macht sie aus. Von daher bist du jetzt auf dem Weg zur Kamera. Tschüss, bis nächste Woche.